Bruder? Daniel, ich kann die Entscheidung seiner Majestät überhaupt nicht verstehen. Und sie gefällt mir nicht. Allen zu verkünden, dass statt Salim du der Thronerbe bist, ist eine Beleidigung. Glückwünsche, Glückwünsche dem Thronerben, Prinz Murad. Was ist? Weshalb seht ihr denn so unglücklich aus? Ihr solltet überglücklich sein. Prinz Murad wird bald unser Kaiser sein. Ihr habt Glück gehabt, Prinz Murad. Sonst ist immer der älteste Sohn der Thronerbe. Aber das Schicksal meinte es gut mit euch. Ich habe diesen Titel und die Stellung nie gewollt. Sie ist meinem Bruder einfach weggenommen worden. Ihr habt natürlich recht. Ihr habt vollkommen recht, Prinz Murad. Doch ihr seid genauso würdig, wie es auch Prinz Salim gewesen ist. Ja, ich denke, ihr solltet eure Macht nutzen und eure Vorteile genießen, solange ihr sie habt. Hä? Königin Salima, hast du vielleicht Salim gesehen? Weder Königin Rukaya noch Mutter wissen, wo er sich aufhält. Nein, Königin Jodha, ich weiß auch nicht, wo Salim ist. Du auch nicht. Er war rasend vor Wut. Ich habe solche Angst, dass er sich etwas antut. Königin Jodha, sei geduldig. Du weißt doch, dass Salim schnell wütend wird. Er verschwindet immer, wenn er wütend ist. Ich bin mir sicher, dass er nichts Falsches tun wird. Salim ist bestimmt mit Qutb zusammen. Er kümmert sich um ihn. Königin Jodha, du kennst seine Majestät doch genauso gut wie ich. Er ist unberechenbar, man weiß nie, was er als nächstes tut. Aber wenn es um Salim und Murad geht, bin ich mir ganz sicher, dass es auf dieser Welt nichts gibt, das dazu führen könnte, die Brüder zu entzweien. Sie lieben uns alle beide wie ihre leiblichen Mütter und auch einander lieben sie, wie Brüder es tun sollten. Königin Jodha, es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich keine Kluft zwischen den Brüdern bildet. Es liegt in unserer Verantwortung. Wir müssen uns darum kümmern. Königin Jodha, du weißt genau, dass Murad nicht mein leiblicher Sohn ist. Er ist das Kind einer anderen Königin. Aber ich habe immer versucht, ihn das nicht spüren zu lassen. Du bist Salims Mutter. Königin Jodha, egal was passiert, die Beziehung der Brüder darf durch nichts und niemanden zerstört werden. Du hast vollkommen recht, Königin Salima. Als Mütter müssen wir dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder sich niemals voneinander entfernen werden. Du solltest dich besser etwas ausruhen. Ich werde schon herausfinden, wo Salim ist. Auf bald. Prinz, was tust du hier? Die Mutter des Zeitalters sucht überall nach dir. Gehen wir. Nein, Qutb. Alles im Palast erdrückt mich. Ich will nicht dorthin zurück. Die Menschen, die dort leben, sind einfach nicht ehrlich. Ich will nicht zurück. Also bist du immer noch wütend wegen dem, was heute passiert ist? Was glaubst du denn, wie ich mich fühle, Qutb? So hat seine Majestät mich immer behandelt. Er hat mich vor allen Anwesenden gedemütigt und bloßgestellt. Aber es hilft dir doch nicht weiter, hier alleine zu sitzen. Du tust dir nur selbst weh. Geh und sprich mit seiner Majestät. Finde heraus, warum er das getan hat. Sicher gibt es einen Grund. Qutb, ein Kaiser muss seine Entscheidung niemals begründen. Ich bin sicher, er hat einen Grund dafür, mich nicht zum Thronerben zu machen. Und der Grund ist, dass er mich hasst. Er kann mich einfach nicht leiden. Das macht er mit mir, seit ich ein Kind war. Wann immer ich geglaubt habe, dass die Kluft zwischen uns endlich überbrückt wäre und alles wieder gut ist, seine Majestät sich etwas einfallen lassen, das mich schließlich vom Gegenteil überzeugt hat. Was sagst du denn da? Prinz, er ist schließlich dein Vater. Kein Vater könnte doch jemals sein eigenes Kind hassen. Erinnerst du dich denn nicht, wie glücklich er war, als du Haki Mirza besiegt hast? Er hat sogar verkündet, dass du der Thronerbe werden wirst. Und warum? Warum wurde ich heute an den Hof geladen und vor allen Anwesenden beleidigt? Hast du dafür eine Erklärung? Hast du nicht? Seine Majestät gibt immer vor, mich unendlich zu lieben. Aber er tut es nicht. Und das war schon immer so. Zuerst versucht er alles, um mich davon zu überzeugen,
wie sehr er mich doch liebt, und sobald ich ihm glaube, bricht er mein Herz. Aber es reicht. Das war das letzte Mal. Ich werde niemals wieder so naiv sein, seiner Majestät zu vertrauen. Ich bitte dich, Prinz, lass dich nicht von deiner Wut zu voreiligen Entscheidungen verleiten. Es macht mich nicht wütend, dass Murat Thronerbe geworden ist. Aber es hätte mich trotzdem glücklicher gemacht, wenn Murat den Titel nicht angenommen, sondern öffentlich darauf verzichtet hätte. Wie kannst du nur so etwas sagen? Du glaubst doch nicht wirklich, dass Prinz Murat den Mut hat, sich gegen die Entscheidungen seiner Majestät zu stellen. Wie kannst du ihm das vorwerfen? Warum nicht? Warum konnte Murat sich dieser Entscheidung nicht entgegenstellen? Ich an seiner Stelle hätte den Titel einfach abgelehnt. Ich hätte mich gegen den Kaiser gestellt. Warum kann er das nicht? Und selbst wenn Murat das getan hätte, seine Majestät hätte ihn niemals bestraft. Prinz Murat und du, ihr seid nun mal vollkommen verschieden. Bitte, Prinz, tu mir den Gefallen und komm zurück in den Palast. Alle dort machen sich bereits große Sorgen um dich. Nein, Kutub. Heute werde ich auf keinen Fall zurückgehen. Wenn du zurückgehen willst, dann geh ruhig. Ich halte es in diesem Palast nicht mehr aus. Du hast recht, Königin Salima. In diesem Palast ist es noch nie so ruhig gewesen. Ich mache mir große Sorgen um Salim. Er muss einfach furchtbar enttäuscht sein. Er ist seit gestern nicht nach Hause gekommen. Keine Sorge, Königin Joda. Kutub ist bei ihm. Er hat mir heute Morgen Bescheid gegeben, dass es Prinz Salim sehr gut geht. Königin Rukaya, du bist die Einzige, auf die Salim jetzt hören wird. Kannst du nicht einmal mit ihm sprechen? Ich habe bereits versucht, mit ihm zu sprechen. Er hört nicht auf mich. Salim wird jetzt auf niemanden hören. Lass ihn sich erst mal beruhigen. Ihr könnt später noch mit ihm sprechen. Und ich werde versuchen, mit Jalal zu sprechen. Ich hoffe, dass diese Sache nicht erneut eine tiefe Kluft zwischen Vater und Sohn reißen wird. Ich verstehe es einfach nicht. Gibt es denn keine andere Lösung für dieses Problem? Es gab durchaus eine Lösung. Salim hätte Kronprinz werden können und unser Volk hätte weiterhin nach Mekka reisen können. Hätte Königin Joda die Bedingungen akzeptiert. Außerdem glaube ich... Wage es nicht weiterzusprechen, Königin Rukaya. Sag so etwas. Niemals wieder. Als ich Königin Joda geheiratet habe, habe ich ihr versprochen, sie zu nichts zu zwingen, und ich werde mein Versprechen halten. Es ist ganz egal, was passiert. Königin Joda wird unter keinen Umständen zum Islam konvertieren. Und ich will, dass keiner mehr über dieses Thema spricht. Majestät, ich wollte doch eigentlich nur sagen... Es ist mir ganz egal, was du sagen wolltest, Königin Rukaya. Keiner wird mehr darüber reden. Ich werde jetzt entscheiden, was in dieser Angelegenheit zu tun ist. Es geht jetzt wirklich nicht darum, ob Königin Joda konvertiert oder nicht. Es geht hier um unser Volk. Ich hatte öffentlich kundgetan, dass keiner meiner Untertanen gezwungen werden darf, zu konvertieren. Der Kaiser des Iran hat es wirklich gewagt, mich herauszufordern. Es wird eine große Schlacht geben, die wir allerdings nicht mit einer Armee schlagen werden. Denn ich benötige nur meinen Verstand. Und schon bald wird ihm klar werden, wozu Kaiser Jalaluddin Muhammad Akbar auch ohne Waffen fähig ist. Schau mal, Sakina, gefällt dir das hier? Das gefällt mir nicht. Such lieber weiter. Hört her, hört her, hört her! Alle Untertanen werden hiermit über die Verkündung von Kaiser Jalaluddin Muhammad Akbar in Kenntnis gesetzt. Ab jetzt haben wir einen neuen Thronfolger. Prinz Murat ist nun zum Thronerben ernannt worden. Hört her, hört her, hört her! Wie kann das denn möglich sein? Ich weiß es nicht. Prinz Salim ist der Kronprinz gewesen. Wie kann es dann sein, dass Prinz Murat plötzlich der Thronfolger ist? Das ist wirklich sehr schlimm, Sakina. Prinz Salim wird sicher unglaublich verletzt sein. Ich muss jetzt gehen. Der Prinz braucht meine Unterstützung. Warte. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht, aber ich muss bei ihm sein. Ich bin doch schließlich seine Freundin. Außerdem habe ich Man Bai versprochen, dass ich mich um Prinz Salim kümmern werde. Ich muss gehen, Sakina.
Sehr gut, Rahim. Es macht mich sehr glücklich, dass ihr eine wichtige Schlacht gewonnen habt. Ihr habt bewiesen, dass ihr mutig und klug seid und euch euren Titel wirklich redlich verdient habt. Danke, Majestät. Abul Fasal hat mir erzählt, was hier vorgefallen ist. Soweit hätte es nicht kommen dürfen. Macht euch keine Sorgen, das ist eine politische Angelegenheit. Wir werden eine Lösung finden. Abul Fasal berichtet von den Gesandten des Iran. Sie sind wieder auf dem Weg in den Iran, Majestät. Sie sind sehr glücklich mit eurer Entscheidung. Und jetzt glauben Sie, ihr werdet nichts gegen den Kaiser des Iran unternehmen. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Die erste Phase eures Plans war erfolgreich. Majestät, wir haben dem weisen Daniel eine Nachricht geschickt. Ich bin mir sicher, dass er den Priester in Mekka auf unsere Seite ziehen kann. Was ist los, Majestät? Worüber denkt ihr nach? Ich weiß, wie ich mit dem Kaiser des Iran umzugehen habe, aber was mache ich mit Sheikh? Ist Prinz Salim immer noch wütend? Ja, es hat zumindest den Anschein. Bis heute ist er immer noch nicht zu mir gekommen, um mit mir über das Vorgefallene zu sprechen. Königin Choda hat vollkommen recht gehabt. Ich hätte mit ihm sprechen sollen, bevor ich die Entscheidung traf. Aber das Problem lässt sich doch lösen, Majestät. Wenn ihr mit Prinz Salim sprecht und ihm eure Beweggründe erklärt, wird er euch sicher verstehen. Sagt ihm, dass ihr ihm seine Rechte nicht entzieht. Ihr müsst ihm erklären, dass ihr das alles zu seinem Besten tut. In Ordnung, dann schickt ihm eine Nachricht. Ich will jetzt sofort mit ihm sprechen. Bitte verzeiht mir, Majestät. Meines Erachtens ist das eine Familienangelegenheit. Ich denke, wenn ihr unter vier Augen mit Prinz Salim sprecht, wird es für ihn leichter sein, eure Lage zu verstehen. Da stimme ich euch zu. Ich sollte nicht als Kaiser mit Prinz Salim sprechen, sondern als sein Vater. Ich werde sofort zu ihm gehen. Morgen werden wir dieses Thema weiter besprechen. Wir müssen uns eine Strategie für den Kaiser des Iran zurechtlegen. Was auch passieren mag, ich werde mich ihm niemals beugen. Ich werde jetzt zu Sheko gehen. Vor allen hier Anwesenden ernenne ich nun Prinz Murat zu meinem Thronfolger. Der Kaiser von Hindustan erweist uns die Ehre! Seid gegrüßt, Majestät. Ich hatte gedacht, dass du zu mir kommen würdest, nachdem ich Prinz Murat zum Thronfolger ernannt habe. Ich dachte, du würdest mich fragen, warum, aber das hast du nicht getan. Bist du wirklich so wütend auf mich? Sheko, ich bin hierher gekommen, um dir zu sagen, dass du die Situation missverstanden hast. Mein Kind, du wirst der nächste Kaiser werden. Ich habe Prinz Murat nur zeitweise zum Thronerben erklärt. Verlangt jetzt etwa, dass ich euch das glaube? Natürlich, mein Sohn. Und warum habt ihr es mir dann nicht schon früher gesagt? Weshalb habt ihr mich vor allen anderen gedemütigt? In der Politik muss man manchmal Dinge vorgeben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Ich habe das nur getan, um die Gesandten des Iran zu täuschen. Wenn es dich beruhigt, dann gebe ich dir eine schriftliche Bestätigung, in der ganz klar steht, dass... Sehr gut, Majestät, sehr gut. Was macht ihr dann mit Murat? Ihr werdet auch meinem Bruder das Herz brechen. Ihr lasst Murat in dem Glauben, dass er der Kaiser werden wird. Und dann werdet ihr seine Träume zerstören. Denn der Kaiser tut, was er will. Die Politik bedeutet euch alles. Wir sind alle doch nur eure Bauernopfer. Ich, Murat, Daniel, meine Mutter, einfach jeder. Jemand hat einmal gesagt, Menschen sind Marionetten in Gottes Händen. Aber jetzt stelle ich fest, dass ihr die Fäden in der Hand haltet. Ihr seid der Kaiser, also darf niemand eure Entscheidungen anzweifeln. Sheku, versteh mich doch bitte. Ich will aber nicht verstehen. Die Entscheidung, mich nicht zum Thronfolger zu ernennen, zeigt, dass ich euer uneheliches Kind bin, denn die Heiraten meiner Mutter waren illegal. Sheku! Thank you.
bist also wieder betrogen. Ich habe nichts gegen das Trinken, denn es ist ein Privileg, das Prinzen und Könige sich erlauben dürfen. Aber ich kann nicht zulassen, dass du deinen Verstand verlierst und nicht mehr klar unterscheiden kannst zwischen dem, was richtig ist und was falsch, weil du wieder einmal vollkommen betrogen bist. Wie kannst du es wagen, einfach zu behaupten, die Heirat mit Königin Choda, deiner Mutter, sei illegal? Lass mich dir sagen, dass diese Heirat legal ist und du bist mein erstgeborenes Kind und der Thron wird einmal dir allein gehören, Sheku. Aber wenn ich dir eine Sache wegnehmen werde, dann ist das der Alkohol. Denn du verlierst den Verstand, wenn du betrunken bist. Du kannst dich nicht mehr beherrschen. Und Wut macht dich so fürchterlich schwach, Sheku, so fürchterlich schwach. Und ich spreche jetzt mit dir als der Kaiser. Ich bin gekommen, um als dein liebender Vater mit dir zu sprechen, aber ich denke, es ist sinnlos, mich weiter mit einem so schwachen Mann zu unterhalten. Gut. Ich werde warten, bis du wieder bei Sinnen bist. Ich werde warten, bis du nüchtern bist und ich hoffe, dass das bald sein wird. Dann werden wir reden, mein Sohn. Bruder, du hast nach mir gerufen? Ja, Daniel. Ich muss dringend mit dir sprechen. Worüber? Daniel, ich habe mich entschieden. Ich kann diesen Titel einfach nicht annehmen. Ich will ihn unserem Bruder nicht wegnehmen. Ich werde mit seiner Majestät darüber sprechen. Und es ist mir auch egal, ob er mich dafür bestraft. Es würde mir nichts ausmachen, aber ich kann die Stellung nicht annehmen. Ich gebe dir recht. In deiner Situation hätte ich genauso gehandelt. Wir sollten nicht länger warten. Wir müssen sofort mit seiner Majestät sprechen. Ich halte es für eine bessere Idee, wenn wir zuerst mit Bruder Salim sprechen. Seid gegrüßt, Thronerbe. Nenn mich nicht Thronerbe. Nenn mich einfach Prinz Murat. Konntest du herausfinden, wo Prinz Salim sich momentan aufhält? Im Unterhaltungssaal. Danke, du kannst jetzt gehen. Gebt Acht! Der Kaiser von Hindustan erweist uns die Ehre! Seid gegrüßt, Majestät. Was ist los? Ihr seht besorgt aus. Mein Gespräch mit Sheku ist nicht nach Wunsch verlaufen. Du hast mich gebeten, mit ihm zu sprechen, damit ich ihm meine Version der Geschichte erklären kann. Aber er ist einfach nicht bereit, mir zuzuhören. Er dachte wirklich, dass ich ihn hintergehen wollte und ihn belogen habe. Er dachte, ich wolle ihn betrügen. Natürlich ist es verständlich, dass er wütend auf mich ist, Königin Choda. Seine Wut ist vollkommen berechtigt. Aber es schmerzt mich, dass unser Sohn an meinen Absichten zweifelt. Habt etwas Geduld, Eure Majestät. Ihr solltet ihm etwas mehr Zeit geben. Ich werde zu ihm gehen und mit ihm darüber sprechen. Trotzdem bin ich sehr froh, dass ihr zu ihm gegangen seid, um mit ihm zu sprechen. Königin Choda, ich hoffe, du weißt, dass ich Sheku Baba über alles liebe. Aber natürlich weiß ich das, Majestät. Ihr liebt Salim und Salim liebt euch auch. Daran besteht doch gar kein Zweifel. Bitte macht euch keine Sorgen mehr. Das ist nur ein Missverständnis. Es wird sich klären. Ich hoffe sehr, dass dieses Missverständnis sich so schnell wie möglich klären wird. Ich erwarte wirklich sehr viel von Sheku, denn schließlich ist er der zukünftige Kaiser. Aber er sieht alles aus einer völlig anderen Sichtweise. Er nimmt alles sehr, sehr anders auf. Er denkt anders und das finde ich in gewisser Weise wirklich beängstigend. Ich frage mich, was er wohl mit dem Mogulenreich machen wird, wenn er den Thron besteigt. Seid nicht so schwarzmalerisch. Salim ist schließlich immer noch sehr jung. Nach und nach wird er alles lernen und auch verstehen. Übrigens, habt ihr mit Murat gesprochen? Dies sollte nicht zu einem Missverständnis zwischen Salim und Murat führen. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Um Murat mache ich mir keine Sorgen. Er ist nicht so ein Dickkopf wie Sheku. Er hat sich mir noch kein einziges Mal widersetzt oder sich mit mir gestritten. Er ist anständig, sensibel und er steht mir wirklich sehr nah. Er würde sich niemals
gegen meine Entscheidung auflehnen und er wird sie ganz sicher verstehen. Bitte mach dir keine Sorgen, Königin Shoda. Ich werde das so schnell wie möglich klären. Ich habe Salim und das Volk in diese Lage gebracht. Deshalb bin ich es, die eine Lösung für dieses Problem finden muss.